Eine 15-Jährige soll in den Tod gestürzt sein. Liegt hier ein Versagen der Polizei vor, die das Kind in die Schule bringen wollte oder sanktionieren wollte? Ich erkläre euch diesen Bericht hinter mir in diesem Video. Welcome at Activi News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Ich bin hier auf Fokus im Bereich Regional Sachsen-Anhalt zu diesem Artikel Unglück in Neustadt in Sachsen-Anhalt gestoßen. 15-Jährige stürzt vom Balkon in den Tod. Verwandte erheben Vorwürfe. Jetzt braucht man eigentlich an der Stelle schon immer weiterlesen, denn offensichtlich ist hier ein Einsatz so dermaßen eskaliert, dass eine Rechtfertigung für diesen Absturz nicht gegeben war. Ja? Was sollte erfolgen? Ein 15-jähriges Mädchen, ja, ist in den Tod gestürzt aus Furcht vor Polizisten, die die Schulschwänzin abholen und in den Jugendarrest bringen wollten. Um 7.50 Uhr hätten die Beamten die Wohnung aufgesucht, ja, um drei Beschlüsse des Amtsgerichts wegen Schulbummelei zu vollstrecken, also Zwingungshaft oder ähnliches. Die Beamten klingeln an der Wohnungstür, woraufhin die Mutter öffnete und die Mutter hat die Polizisten eben zum Kind gebracht, ja, sind dann ins Nachbarzimmer gegangen und als die Beamten eben den Nachbarraum betraten, befand sich das Mädchen bereits auf der anderen Seite der Brüstung. Die Beamten versuchten sich noch zu fassen, was ihm nicht gelang, Mädchen verlor den Halt. Warum man überhaupt hingeht, wenn jemand droht abzuspringen, abzustürzen, ist für mich ein Rätsel. Was wiederum auffällt, ist, dass in diesem Fall, wie in vielen ähnlichen Fällen auch, offensichtlich keine pädagogische oder psychiatrische Fachkraft dabei ist, die einem solchen Kind wirklich etwas an Hilfe und Unterstützung geben könnte. Das Dritte ist für mich, das Mädchen ist 15 Jahre, also an der Grenze zur Schulpflicht. Ob da ein so harsches Vorgehen gegen Schulbummelei notwendig ist, weiß ich nicht. Habe ich so meine Zweifel. Natürlich können wir die ganze Vorgeschichte nicht. Wir wissen nicht, was an Ordnungsgeldern versucht wurde. Wir wissen nicht, warum das Kind nicht in die Schule ging etc. Deshalb ist es da müßig, natürlich die Richtigkeit eines Beschlusses zu hinterfragen. Aber einen solchen Beschluss so umzusetzen, das erschließt sich mir nicht. Ja? Die Polizei hat wie wild gegen die Tür gehämmert, sagen Verwandte. Ja? Dann haben sie das Mädchen gesucht und sie auf dem Balkon gesehen. Ja? Da habe ich sie noch auf der richtigen Seite der Brüstung gestanden. Also hier ein Widerspruch zu der Aussage der Polizei. Angeblich war das Kind von Anfang an auf der anderen Seite der Brüstung. Fakt ist, ein solches Ergebnis, auch wenn es natürlich kein Mord war, wie hier ausgeführt wird, die niederen Beweggründe haben die Polizeibeamten sicher nicht gehabt. Und auch die Tatsache, dass ein Kind ein Jahr nicht in die Schule geht, rechtfertigt jedenfalls nicht eine solche Eskalation. Zum einen natürlich stellt sich immer die Frage, wie im Übrigen auch beim Reichsbürger von Georgensgmünd, muss man denn immer in die Wohnung gehen, um zu vollstrecken? Ist es nicht manchmal sinnvoller zu warten, bis jemand freiwillig die Wohnung verlässt? Einfach weil weniger Gefährdung, auch Eigengefährdung der Polizeibeamten besteht. Zum anderen, bei einem mehrstöckigen Haus ist das Risiko eines Abstürzens nicht immanent der Situation, muss man da nicht vorbereitet sein. Zum dritten, wenn jemand an der Brüstung steht, dann rennt man dem nicht einfach hinterher, sondern bewegt sich langsam, weil natürlich aus den Augenwinkeln nur eine schnelle Bewegung, was auch immer gesehen wird, kann man fehlinterpretieren als Schlag oder ähnliches. Und deshalb einen Muskelzucker machen, den man eigentlich so gar nicht beabsichtigt. Die Polizeibeamten werden sich definitiv mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sie nicht schuld sind an dem Tod dieses Mädchens. Schuld ist aber insbesondere den Staat, der... Und das ist meine Erfahrung aus vielen Verfahren mit angeblicher Schulverweigerung, der es eben nicht schafft zu hinterfragen, was ist die Ursache der Schulverweigerung, der Kinder nicht ernst nimmt, der keine Chance hat, diese Kinder entsprechend zu betreuen und am allerbesten, der in Obhutnahmesituationen in Heimen oder Auslandsbetreuungen selber sich einen Scheißtrick um die Schulpflicht kümmert. Da können Kinder jahrelang nicht zur Schule gehen, interessiert sich keiner dafür. Wenn es aber zu Hause passiert, dann muss man das Kind gleich wegsperren. Das ist eine Absurdität, eine Frechheit, eine Dummheit,
an der sich aus meiner Sicht solche Polizeibeamten auch nicht hätten beteiligen müssen. Man hätte hinterfragen können, warum geht das Kind nicht zur Schule. Man hätte jedenfalls auch nicht so brachial reingehen müssen. Wir alle kennen noch die Videos von Kindern, die wegen solcher Schulverweigerungen obhut genommen wurden, etc. Fall Kuchatz zum Beispiel. Da sieht man, wie traumatisierend das ist, was da alles passieren kann, was für Verletzungsfolgen auftreten können, allein durch das Schütteln und Schleifen. Und dann ist mir hier im zweiten, dritten Stock, dritter Stock würde ich jetzt einfach mal tippen von dem Bild her und meint, das war alles nicht vorhersehbar. Sorry. Für mich eine klare Mitschuld. Nicht nur eben des Staates, sondern auch der aussehenden Polizeibeamten. Wir brauchen keine Polizisten, die Dienst nach Vorschrift machen, denen es scheißegal ist, ob jemand runterfällt oder tot ist. Das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, denn natürlich wollte das keiner haben, aber die ist zumindest aus meiner Sicht billig in den Kauf nehmen, gerade wenn die Aussage stimmt, zugehen auf ein offensichtlich vor dem Suizid stehendes Kind ohne Anforderung von Rettungswagen, kein Psychiater dabei, keine Feuerwehr, kein gar nichts. Da hat jemand seine Kompetenzen und seine Fähigkeiten bei weitem überschritten und deshalb hoffe ich, dass entsprechend vorgegangen wird. Ich werde mir da entsprechende Informationen direkt bei den zuständigen Stellen holen und werde dann weiter über diesen Fall berichten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Meinung wird mich zum Thema natürlich unten in den Kommentaren interessieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke, Servus.